Herzlich willkommen zu Wirtschaft TV vom Parkett der New York Stock Exchange. Immer öfter erreichen uns die Nachrichten von Banken, dass Filialen geschlossen werden sollen. Warum? Für die Banken rechnen sich die Filialen nicht mehr. Immer mehr Kunden sind im Internet unterwegs, lassen sich dort beraten, finden Informationen und finden dort auch Anlagen, die oft günstiger sind, zu günstigeren Konditionen. Auf Internetportalen wie fondsdiscount.de finden Anleger alle gängigen Kapitalanlagen und das zu oft günstigeren Preisen, weil das große Banksystem dahinter nicht vorhanden ist. Die günstigeren Konditionen im Internet sind leicht erklärt, denn die Fondsvermittler verzichten auf Beratung und ein teures Filialnetz. Und das macht Sinn, denn der Kunde ist ja bereits informiert und möchte seine Anlageentscheidung so kostengünstig wie möglich treffen können. Thomas Soltau, Vorstand und Vertriebsleiter bei fondsdiscount.de, sagt dazu: Bei uns finden preisbewusste Anleger rund 10.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag, aktuelle Sachwertbeteiligungen mit rabattiertem Agio und günstige Wertpapierdepots. Wer also eine unabhängige und selbstbestimmte Entscheidung treffen will, der findet heute viele Alternativen im Internet und braucht nicht unbedingt mehr den Termin beim Bankberater. Soweit die Wirtschaft TV Nachrichten hier vom Parkett der New York Stock Exchange.